Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Robocop Rock City. Ich hoffe, es wird jetzt mal ein bisschen ruhiger. Ui, anstrengend. Da unten ist auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Die holen wir uns jetzt erstmal. Bevor wir irgendwo anders hingehen. Ich glaube, ich hatte einen ziemlich guten Spot da oben gefunden. Hier unten, wie hätte ich das machen sollen? Die Entdeckungen, die kommen ja von allen Seiten. Okay, ich bin wieder voll geheilt, habe 5-mal Heilung dabei. Und sollte noch ein bisschen looten, bevor wir zu Max Becker hochgehen. Hier sind da jetzt doch ein paar Türen aufgegangen. Wahrscheinlich hätte man hier halt so ein bisschen in Deckung gehen können. Aber ich, ganz ehrlich, ich bin sehr happy mit meinem Versteck da oben. Das hat echt gut funktioniert. Oh, hier ist eine Kiste. Ist halt auch Heilung drin. Oh. Das hätte richtig Aua gemacht, aber die Mine habe ich von oben gar nicht gesehen. Oh, hier auch. Hier ist noch zu. Kommt hier noch mehr? Please don't. Aber sonst sehe ich gerade keinen Loot mehr so wirklich. Oh. Okay. Ja. Sicher, sicher. Wir gucken noch mal kurz alles durch. Wie viele Wellen waren das jetzt eigentlich? Das waren doch 5. 5 Gegnerwellen, oder? Ha. Es waren nur 31 Gegner. Aber ich habe eine Effizienz von 113%. Fragt mich nicht, wie das geht. Was sind das hier für Geräusche? Wesen. Aber man muss sagen, an Heilung hätte es echt nicht gemangelt. Bin halt nicht da hinten aus meiner Ecke gekommen. Aber es hat funktioniert. Das ist ja das, was zählt. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hoch, oder? Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas verpasse. Nee. Okay, wir gehen hoch. Zu Becker. What the hell just happened? Becker? Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave.
And you really did. Yes. I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on that remote. Bitte nicht noch einen Knopf drücken. Ah, okay. Bewertung. Was habe ich jetzt genau verpasst? Ich habe doch alles gemacht, was ich machen konnte. Und es gibt nur ein B? Was? Hä? Was habe ich jetzt verpasst? That should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? That is so unethical, to conduct an experiment without our supervision? Right. Also, ich habe die Bewertung gerade trotzdem noch nicht ganz verstanden. Warum? Warum habe ich jetzt nur ein B bekommen? Aus Prinzip? Also, ich wollte das auf jeden Fall. Autoregeneration ist auch gut. Machen das mal voll. Fokus. Verdoppelt kritischen Schaden. Aber kriege ich das hier noch voll? Ich weiß es nicht. Wir machen das so. Cool. Mir ist das alles zu sehr auf Becker jetzt fokussiert in diesem Spiel. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Gedanken vorhin beendet hatte. Ich glaube, da kam eine Cutscene, also in der letzten Folge. Eventuell ist dieses Spiel ja gerade mit Absicht so fokussiert auf Becker, dass die Spieler denken, es ist auf keinen Fall Becker. Ne? Weil man erkennt ja auch andere Spiele und weiß nicht, Filme, Bücher, was auch immer. Es ist ja seltenst das Offensichtliche, was am Ende die Lösung in Anführungsstrichen ist. Aber vielleicht weiß das Spiel das ja und deswegen möchte es uns jetzt nur auf eine falsche Fährte locken und es ist wirklich Becker der Spitzel. Ich bleibe trotzdem bei meiner Theorie, dass es unsere Psychologin ist. Haben wir hier eigentlich ein neues Radio? Nö, ne? Wir haben bloß die eine Quest. Hey, Becker's here.
Let me get my hands on it. Ja, schnell, Becker ist hier. Beeilt euch. Ich weiß auch nicht, warum ich hier immer in die Duschen gucken gehe, aber es könnte ja hier plötzlich Loot sein. Ich möchte es ja nicht verpassen. Sollte da plötzlich Loot liegen. Ist es nicht Washington? Was ist denn hier für eine Aufruhr? Ja, wegen Becker, I know. Okay. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you, too. Murphy, briefing room, now! Ich hab nix gemacht. Toll. Ich meine, ich find's ja schön. Meine Kollegen stehen hinter mir. Aber Reed ist jetzt pissed. Was ist Delta City? Keine Verbrechen, keine Armut. Sichere, geschützte und saubere Wohneinheiten für alle. Für Sie, für Ihre Kinder. Entscheiden Sie sich heute für eine strahlende neue Zukunft in der Stadt von morgen. Ich wollte gerade sagen, ist das unsere Reporterin? Aber nee, sie hat nur die gleiche Frisur, aber falsche Haarfarbe. Okay, erstmal gucken wir noch nach ein bisschen Loot. Ob wir ein bisschen was lesen können vielleicht. Ob wir vielleicht irgendwo noch was helfen können. Nö. Okay. Ja, auch nicht. Ja, ich glaube, wir müssen in den Besprechungsraum. Ach, Becker. Wo ist Washington? First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonovsky. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Okay. Warum habt ihr was gegen Washington? Glaubst nicht, dass Washington es ist. Ich hey Murphy! That news lady's in the lobby waiting to talk to you. That news lady. Okay. Ach, hier ist das Radio. Ich habe mich schon gewundert, was hier die ganze Zeit die Störgeräusche macht. 13 dead after the celebration of Guatemalan Independence Day. The authorities explained they mistook the intense outbursts of joy for another coup d'etat. It's worth noting that Guatemalans regained their independence for the fourth time in the last 23 years.
Guatemalteken? Ist das so? Bin nicht so sicher. Okay, wir reden mit Samantha. Robo, do you have a minute? Listen, I wanted to say that I misjudged you. My crusade is against OCP. You were just collateral. So to extend an olive branch, I'd like to give you this. What is it? It's the tape of you glitching the other day at the mall. It's the only copy, so you can do whatever you want with it. I am sure your TV station would love to play the tape. Yeah, that's why you need to take it before I change my mind. Thank you. Now that I have you here, can I interview you as a consolation prize? They want me to ask you about the election. Seems that people value your opinion. I would be happy to oblige. Okay, roll the tape. I'm here at Metro West conducting an interview with a man that needs no introduction. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Kuzak spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Warum? Warum soll ich mich jetzt hier... Ich halte mich dort raus und sage nur, ich kümmere mich um den aktuellen Stand und mache alles, um den aktuellen Stand zu... Ja, ich habe das halt jetzt im Blick und nicht das, was vielleicht irgendwann kommt. I would focus on current Detroit. Thank you for clarifying your stance on this important topic. This has been RoboCop for Channel 9. Samantha Ortiz, signing off. Thanks for the interview, Robo. We'll get out of your hair as soon as we're done packing up the equipment. Okay. So. You know? I know Kuzak isn't great, but he's not another corporate suit. Tuh! Not great? Okay, right. But still, everyone knows that OCP's behind that Mills guy. At least Kuzak is actually for the people. Ich weiß nicht. Also, ist hier noch was? Du rauchst hier drin? Warum liegt jetzt hier plötzlich die Seife? Ist hier noch irgendwas, was ich tun kann? Ich würde sonst nämlich das nächste Gebiet, ehrlich gesagt, für die nächste Folge aufheben wollen. Aber die Folge ist ja jetzt sonst sehr kurz. Was wir tun könnten, ist eine Runde Schießtraining. Das wäre mal wieder eine Abwechslung, auf jeden Fall. Hier sollte aktuell niemand sein, den wir kennen. Tatsächlich. Ja. Lass mal noch eine Runde Schießtraining machen. Auch wenn ich es heute... Also ich habe das Gefühl, heute wird nicht so gut, ne? Bitte verurteilt mich nicht. Aber es wird heute nicht so gut wie beim letzten Mal, glaube ich. Ja, und dann fahren wir noch ins neue Gebiet und dann würde ich die Folge für heute tatsächlich schon für beendet erklären. Und wenn ich jetzt schon nicht treffe, jetzt sind die ja noch langsam.
Ich hab's ja gesagt. Gut, da steht natürlich jetzt nicht mehr auf der Tafel. Ja, schade. Oh, she is doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about. I'm really glad to hear that. And I can tell someone was missing her a bit more than the rest of us. Hey, it's not like that, Ramirez. It's not funny, you know? Ihr kann ja auch nicht helfen. Hier liegt bestimmt auch nichts Neues zum Lesen. Gut. Also, dann fahren wir jetzt noch ins nächste Gebiet. Ins Gefängnis. Und dann kann ich auch meinem Hals mal wieder eine Pause geben. Der kratzt nämlich ganz schön. Oh, da hinten ist noch wer. Die rauchen immer alle. Rauchen ist ungesund. Und er lehnt einfach. Lehnt er sich an oder steht er? Das sieht so schief aus. Mit den Brillen sehen die auch alle aus wie Jeffrey Dahmer. Aber das war halt damals die Zeit, ne? Gut. Dann fahren wir jetzt ins Gefängnis. Ja. Okay, wir sind angekommen. Die fahren übrigens alle diesen SUX 6000. Hier haben wir Sniper auch oben stehen. Und ich finde es interessant, dass das OCP Correctional Facility heißt, also Korrekturanstalt. Sagt man das so in Englisch, in Amerika? Ja. Aber, okay, die Folge ist halt jetzt ein bisschen kürzer. Dafür war die letzte Folge ein bisschen länger. Ich glaube, das ist okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns sehr gern morgen in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Und bis dahin winke ich euch, wie immer. Macht's gut. Bye, bye.